Jetzt nochmal zu diesem Themenkomplex Landolf-Ladig. Werte Journalisten, ich werde mit diesem Thema seit 4 oder 5 Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange diese Sau schon durchs Dorf getrieben wird und mit welcher Intensität 3 Tage vor der Landtagswahl dann die ganze Geschichte nochmal hochgekocht wurde. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ja, liebe Pressevertreter. Ich habe schon vor 4 Jahren gesagt, dass ich nicht unter Pseudonym geschrieben habe. Und ich war ja nun 15 Jahre als Lehrer tätig, habe leider auch mit Mobbingopfern zu tun gehabt. Also nicht ich war das Mobbingopfer, sondern Schüler. War auch als Vertrauenslehrer unterwegs und musste mich deswegen auch um diese Mobbingopfer kümmern und habe mich also intensiv auch mit strukturellem Mobbing auseinandergesetzt. Und das, was Sie machen, also nicht Sie, der Einzelne, den ich jetzt anspreche, sondern Sie als Journalisten, wenn Sie das Thema, obwohl ich mich dazu schon 1000-mal gefühlt geäußert habe, immer wieder aufwärmen, obwohl es keine neuen Erkenntnisse gibt, dann ist das mit Verlaub systematisches Mobbing. Punkt.